Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play KH358-2. In der letzten Folge haben wir die Doppelmission mit Shion abgeschlossen, leider nicht auf 100%. Ich schätze, ich hätte die Embleme schneller einsammeln müssen, um eine Kettenreaktion zu kriegen. Und habe mit ihr danach ein Eis gegessen. Sie meint, sie kommt nicht wirklich darauf klar, dass sie ja halt den Unbekannten, in Klammern Riku, nicht besiegt hat. Riku meint, sie wäre ein Fehler und sie sollte sich mit anderen Leuten abgeben, die Organisation würde ihr nicht gut tun. Und dann hat sie Roxas verlassen. Also Roxas hat versucht, sie ein wenig aufzumuntern, aber Shion hat das Ganze eher so minimal negativ aufgefasst und meint quasi, wir könnten sie nicht verstehen. Und ja, da haben wir ein wenig mit Axel geredet. Ansonsten ist da nicht so viel passiert. Jeder hat irgendwie komische Erinnerungen, komische Träume. Was das alles zu bedeuten hat, ich weiß es ja nicht. Ja, eigentlich schon, aber ich weiß es ja nicht. Ich habe noch keine Ahnung von diesem Spiel. Gameplay-technisch tatsächlich nicht mehr so viel. Irgendwann sollten wir an dem Punkt ankommen, wo ich das tatsächlich blind spiele. Story-technisch natürlich nicht. Ja, warte, was ist denn das jetzt hier? Ich habe ja die Fähigkeit bekommen, hochspringen. Oh mein Gott! Doch, guck mal hier, Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Feuer! Ich habe jetzt Feuer. Das heißt Feuerstufe 2. Und das ist 1. Okay. Dann machen wir mal das weg, damit ich hier höher springen kann. Und schauen dann direkt mal, ob wir uns dieses nette Feuer dann auch zusammenschmieden können. Sollte im besten Fall so sein. Weil einmal Feuer ist natürlich für den Arsch. Also erstmal gucken, können wir das kaufen? Kaufen können wir es natürlich nicht, weil wir es erstmal schmieden müssen. Ja, hier guck. Ich brauche Blazing Gem. Also ein Schmiedutensil, welches ich noch nicht habe. Das ist ja richtig traurig, ja? Furchtlos. Hohe Angriffskraft, bla 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 bla. Ah, Blazing, Blazing, Blazing. Gut, ja gut. Vielleicht kriege ich das ja in darauf folgenden Mission. Dann labern wir mal wieder mit den Leuten. D-Max ist wieder am Start. Wann ist denn unser nächster freier Tag? Okay. Das ist die richtige Einstellung, immer den freien Tagen nachgeiern. Also damit, ich bin letztens über das hier gestolpert. Es dient mir nicht wirklich, hat keinen Zweck für mich, also nimm es. Und Kombo-Tech hier, okay. Alter Gulasch haben wir, glaube ich, auch 583.000 Mal schon eingesammelt. Na, was geht, Sigi? I sure hope Puppet pulls through, that was one tough mission she got stuck with. Ja, ich hoffe, die Puppe hält durch, das war eine krasse Mission, die sie da letztens hatte. Ja, okay, ich bin fertig, würde ich mal sagen. Bereit für die nächste Mission. I have requested to visit a new world. Ja, eine der Welten sagt, dass du eine neue... Eine der Missionen besagt, dass du eine neue Welt besuchen sollst. Das ist immer noch nicht Nimmerland. Das ist das fucking Wunderland. Was machen wir? Ich hab Bock erstmal auf was Einfaches, deswegen... Wobei, warte, ja, das ist jetzt so die Frage. Kann ich die Mission machen oder wäre es erstmal schlauer, die Mission zu machen? Also kriege ich bei der hier Bonuspunkte, wenn ich die vorher gemacht habe? Ich weiß es nicht. Oder das ist egal und es wird erst abgerechnet, wenn ich alle vier Missionen geschafft habe. Beziehungsweise halt alle drei. Ja, lass mal nach Halloween Town gehen und Herzen sammeln. Da gibt es schneeflockartige Gegner, Schneekristalle. Die soll ich natürlich mit Eis wegbomben, ist ja ganz klar. Falsch, mit Feuer. Ja, mit Eis ist ja ganz klar. Nein, nein, Feuer, es tut mir leid. Habe ich verlesen. Geredet, bevor ich nachdenken konnte. Guti, dann schauen wir mal. Vier Kisten, eine bereits eingesammelt. Oder ist da ein Geist drin? Ne, gut. Phantom Gear. Rampa, Zampa, du. Ist hier auch so ein wenig anderes Level-Design, oder? Kann mich nicht erinnern, dass der Gang so lang war. Rampa, Zadadam, Bada. Was bist du denn? Ah. Okay, Deku. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendwie Mission. Wobei, es ist eine Story mit Mission, ne? Das ist komisch. Ach, er reagiert sogar drauf. Oder? Was meinst du? Wo sind die ganzen Herzlosen hin? Ich hätte doch hier jetzt schon mal längst welche sehen müssen. Und was ist das für ein Ding?
Ein Luftballon, Herzloser? Das letzte Mal, als ich hier war, war es noch nicht da. Kann ich dich jetzt anreden? Nein, okay, gut. Dann halt nicht. Shit. Noch mehr. Na, was habt ihr jetzt schon wieder für dumme Ideen? Nun, Doktor, was denken Sie? Ich habe ein paar Ideen in diesem... ich habe ja für dieses Halloween ein paar Ideen parat. Oh. Dieses Halloween. Wann ist denn dieses Halloween? War das nicht erst letztens oder waren wir in Kingdom Hearts 1 vor Halloween da? Ein paar Tage. Dieser Ballon enthält gruselige Sachen. Jeder, der es berührt, verfällt in eine Art Schock. Verstehe, verstehe. Interessant. Sei sicher, ja, dass du mir noch mehr erzählst, was du da so für Ideen hast. Werde ich machen, Doktor. Also, dass du mir auch zukünftig alles verrätst. Wieso, musst du ihm bist du ihm Rechenschaft schuldig? Er ist doch der Doktor und nicht der Bürgermeister, oder? Stimmt, die hat ja hier einen richtigen Bürgermeister. Ja, was ist mit dem? Red mal mit dem drüber. Es ist aber nicht genug. Mein perfektes Halloween, gruseliges Halloween braucht noch etwas. Da fehlt noch etwas. Ja, weißt du, das Problem ist, dass es mich null interessiert. Gruselige Sachen, ist da etwas drin? Vielleicht eine Piñata und wenn du sie aufmachst, kommen Depressionen raus, die in dich hineingeht und dich dann auch depressiv macht. Okay. Naja, solange ihr mir nicht die Mission gibt, lasse alle Luftballons steigen. Wobei, doch, lieb gerne. Er baut den Scheiß auf, ich lasse ihn fliegen, verderb ihm damit sein Fest. Da bin ich doch voll dafür, okay. Schattenlurche. Gott, wieso sind die mittlerweile so groß? Gastchart. Das erinnert mich dann so irgendwie, wenn du dann irgendwie mal im... Ja. In, Sommer? Nein, nein, im Winter, oder? Ja doch, wenn du dann im Winter irgendwie... Bei uns ist es ja so, wir haben ja leider, ein Schacht im Bad. Also ich wohne ja im Ghetto, ne? Erster Stock. Und da teilen wir uns seit... Wann war das? 2016 oder 2015? Ein Schacht. Und der geht dann eben halt durch die ganzen Aufgänge. Und da mussten wir feststellen, dass wir dadurch den ein oder anderen langen Käfer schon mal bei uns im Bad gesehen haben, weil die dann einfach durch die ganzen Schächte immer hin und her kriechen. Und da ist es dann auch so, da siehst du dann im Winter so klitzekleine Bupsi-Dupsi-Käfer und dann im Sommer sind das Riesendinger und du denkst dir so, wow. Also ich glaube, die werden irgendwie Ohrenkneif oder so genannt. Sind natürlich jetzt nicht irgendwie lebensbedrohlich oder so, aber ich hasse sowas. Wenn ich sowas sehe, renne ich immer schreiend weg. Wieso kann ich das? Ach so. Wegen dem Schattenlohr. Ich kann jetzt wieder nicht mit Sachen interagieren. Es ist natürlich im Allgemeinen behindert, ne? Also quasi bei uns wurde ja saniert vor ein, zwei Jahren. Und dass dann sowas bei rauskommt. So, diese Lüftung an sich ist auch lauter und frisst mehr Strom. Also soll eigentlich... Jetzt bin ich doch wieder hier. Soll eigentlich weniger Strom fressen, aber das Problem ist, dass das so eine... Wir hatten ja vorher östliche... Wie gesagt, ich bin etwas behindert. Ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Östliche Lüfter, also aus dem Osten halt. Das ist ja hier, das ist schon alles ziemlich alt. Und jetzt haben wir halt westliche Lüfter gekriegt. Und das Problem ist, dass die an den Lichtschalter gekoppelt sind. Sprich, sobald du Licht anmachst, fängt der Lüfter an zu lüften, obwohl es quasi gar nichts zu lüften gibt. Und der hört dann erst 10, 20 Minuten auf, nachdem das Licht aus ist. Also er geht fast zeitgleich mit dem, wobei, nee, er braucht ein, zwei Minuten. Du machst das Licht an, das Ding geht nach ein, zwei Minuten an und braucht aber dann 10, 20 Minuten, um aufzuhören, obwohl das Licht schon seit 10, 20 Minuten aus ist und das frisst halt eine Menge Strom. Was könnte es sein, was fehlt? Schätzungsweise wieder mal alles geplant von der Regierung, um uns noch mehr Geld aus den Taschen zu ziehen. Was ist Zero? Ich versuche, ja,
ich mach Brainstorming. Versuche mir was einfallen zu lassen. Ach man, ihr und eure kleinen dummen Halloween-Geschichten. Gibt es etwas Besonderes an dem Ballon? Wow. Ja gut, die kannten wir ja schon aus dem ersten Teil. Nun, das war unerwartet. Ein Herzloser ist rausgekommen. Wie seltsam. Ich habe doch sicherlich nicht irgendwas solcher Art da reingemacht. Kann es sein, dass dieser eine Luftballon, den ich jetzt nicht angequatscht habe, auch so einen Herzlosen hatte? Ich hoffe nicht. Aha, jemand muss sich dazu entschlossen haben, ein Level noch hinzuzupacken, indem er einen Herzlosen da reinmacht. Ja, irgendjemand wollte dir helfen, Jack. Ich betreibe lieber weiter Brainstorming. Oder ihnen fällt eher was ein. Warte mal, ich habe es. Ja, ist es nicht letztendlich egal, wer die Ideen hat, wenn ihr... Wenn diese Person, wer auch immer die Idee hat, alles aufs selbe festpackt, dann könntet ihr doch eigentlich auch zusammenarbeiten, oder? Du hast versucht, mir einen Hinweis zu geben, nicht wahr, Zero? Guter Junge. Du verdienst eine Süßigkeit. Ja. Ich dachte jetzt, du hast eine Idee bekommen. Nein. Hey, ich bin ein Geist, ich kann aber physische Knochen fangen. Ich werde jetzt rüber zu Dr. Finkelstein gehen, in sein Labor. Diese neue Idee wird ihn sicherlich beeindrucken und so, bla 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 bla. Ja. Mach hin, natürlich wieder knapp verpasst. Also dieser fliegende Hund kann Herzlose schnüffeln. Vielleicht hilft er mir, wenn ich ihm einen Knochen gebe, dann hilft er mir, die Herzlosen aufzuspielen. Muss ich jetzt diesen Scheißhund mitnehmen? Alter. Okay, ich muss jetzt tatsächlich den Hund benutzen. Anders werde ich wahrscheinlich nicht an meine Herzlosen rankommen. Gott, Leute, Leute, hallo, hallo, Leute, hallo. Ich bin seit 152 Tagen in der Organisation und jetzt brauche ich einen Hund, oder was? Hier, friss, so. Okay, ich gebe dir einen Knochen und er funktioniert wie eine Maschine. Jawohl, schön. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt mit der Erkenntnis? Ach, jetzt kann ich es anlabern, oder was? Wie, was? Was war? Da war eben ein Zeichen. Oder meintest du den Ballon? Ich kann da nichts anreden, also werde ich mal den Ballon anreden. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat er den gemeint. Okay, der konnte ja nix. Da, immer wenn ich springe. Oder was? Oh wow, ich musste im Sprung drücken. Okay. Fairerweise muss man sagen, dass die Herzlosen nicht so viel abkönnen. Sprich, die Zeit, die ich hier mit dem Hund verschwende, die kriege ich dann beim Kampf wieder gut geschrieben quasi, weil die ja nichts aushalten. Dann kann ich damit leben. Aber es ist eigentlich schon überflüssig, ja? Die dachten sich so, ja, dass wir haben jetzt hier nur diesen einen Korridor, wie können wir das jetzt irgendwie ins Gameplay implementieren, ohne dass ich quasi einmal von oben nach unten laufe und dann alles abklapper. Wir lassen einen Hund entscheiden, wo es Herzlose gibt und wo nicht. Wow. Ja, ja. So. Ja, ich habe sogar schon alle Kisten eingesammelt. Hier, friss. Vor allem, er ist so dumm. Die Knochen liegen hier überall rum. Hol dir doch selber welche. Okay, das Handy. Wow. Wo fliegst du denn jetzt hin? Okay. Verarsch mich ja nicht, Hund. Ich kann auch Untote penetrieren. So. Okay, hier frisst Feuer. Hohoho. Das muss reingehauen haben. Okay, ja gut, Leute. Ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play KH358-2. In der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir noch genug Knochen übrig haben, um ja, alle Herzlosen rausloggen zu können. Und dass wir dann die Mission im besten Fall in der nächsten Folge schaffen. Ja.
Bis zum nächsten Mal. See ya.